Salut, es sind Sven von Geeks Live Luxemburg. Alles sind heute Samstag um Gameland-Event, den 48 Stunden soll dauern. Hier neben mir steht Raff, der Präsident von VGLU, eh von den zwei ASBLen, die verantwortlich für Gameland sind. Salut, Raff. Moin. So, hallo für alle guten Leute, die nicht wissen, was Gameland ist. Erzähl uns ein bisschen davon. Naja, für die, die nicht wissen, was Gameland ist, ist für alle mal wichtig. Zu wissen, dass es von zu Assoziationen gemacht ist, von Relief Games und von Video Games und von Galoo, also von uns. Und mir geht es, wir machen ein Caps mit Großes. Wir sind beide Assoziationen, die für die Gamer-Community da sind. Und wir geben ein zusammen, alle Ressourcen zusammenpoolen und ein wirklich großes Event auf ihn zu. Und dann, um es geht, wen haben wir dann gemacht? So mit großes Beatdown oder mit großes Gaming-Café. Dann ist noch nicht das, was wir wollen. Und die Idee, komm wir machen den Ader für jetzt schon ein Stück und streamen da dann auch live. Dann sind sich ein paar Leute Kugel gehen, weil da so dabei rauskommt. Ja. Also 41 Stunden im Steck, das klingt schon ein bisschen heftig. Also da muss aber bestimmt auch ein relativ großes Programm dafür abgesetzt werden, weil 41 Stunden im Steck für dort Leute so, die Zeit zu entertainen, ist bestimmt nicht einfach. Das, ja. Das steht also im Plan. Naja, also ein guter Teil vom Programm geht effektiv auch mit Interaktivität von der Community, also von den Leuten, die kommen, gefällt. Aber am Viergrund stehen aber definitiv als 5 kompetitiv Fighting-Turnieren. Das frei, denn Novent hat man Melee gespielt. Am Moment läuft Smash Fire noch. Da können Street Fighter den Novent mit King of Fighters. Und die Sonne wird dann aufschluss mit Tekken Tag Tournament 2 gespielt. Na, tipptopp, das ist schon ein reiches Programm. Das ist mir natürlich das Main Event. Das ist noch eine andere Sache. Genau, das ist das Main Event. So sind die größten Preise. Und dann haben wir zwei Events. Heute hatten wir zum Beispiel ein Halo-Turnier. Ich bringe natürlich zu noch ein Beispiel. Und wir sollten noch erst mal Tricky Towers machen, ich meine, das ist ein bisschen innergegangen. Und nur wir dann Double Dash als Hauptzeit-Event und so. Okay. Aber wie ich aber auch gesehen habe, dass es aber nicht nur ein Gaming, den heute vertreten ist, wie in eurem Hintergrund gesagt, sind da verschiedene Leute fleißig im Schaffen. Was hat das da dumm oder ob sich? Naja, wir hatten gedacht, wir sind verschiedene Leute, die wollen vielleicht ein bisschen eine Pause und zocken, weil wir wirklich auch dafür schon Steck machen. Gut, sie müssen nicht bleiben, sie sind nicht gefangen. Mehr für ein bisschen mehr interessanter, mehr Diversität ranzubringen und durch wir vielleicht Workshops organisieren. Und dann haben wir auf der einen Seite Nini Michiko, was eben Cosplayerin ist. Ich meine, du kennst sie wahrscheinlich besser wie ich. Das wird dann eben der Workshop für Waffen aus Styrofoam. Ich weiß nicht genau, was Material ist. Ich bin schnell informiert. Und dann eben am Desert so Squishy Toys gemacht und umgebunden. Okay. Ja, also wie ich auch hier drinnen gesehen habe, wo ich hier ein bisschen durch die Tale gegangen bin, dass auch eine riesengroße Leinwand haben auf der Bühne abgeriecht. Ja. Und ich hatte selbst mitgekriegt, wie wir sind, das wird alles live gestreamt. Ja, am Anfang war der Plan, über Twitch zu streamen, aber du war ich jetzt mit dem Netz nicht abgegangen, natürlich machen wir über Facebook. Ich bin immer links auf der Rest gereicht. Tut sie sind Probleme. Mehr der Stream als eben auch lokal sichtbar, wird dann beim Beamer und Kleinwand gepostet, dass eben das Leute können gucken, wann sie unbedingt wollen. Okay, ja, wenn es genauso mal gerade aufzufinden für Posts, ja, da war ich, ob so eine Tombola noch gepostet gehen. Genau, für das ein bisschen wie spannend zu machen, für das Leute ein bisschen bereit sind, hier hinzukommen, immer gedacht, ich mit meiner Tombola. Das heißt, wir haben einen großen Ritsch für Preise, unter anderem einen Switch mit Breath of the Wild, die neue Expansion für Warcraft ist dran, der Overworld ist dran, wir haben ein Tablet, also viel für Preise, mit denen bestimmt jeder Freund etwas aufhängen kann. Und dann wollen wir einfach nur einen Closer für 2 Euro zu kaufen und dann so eine Size sehen. Das ist das Wichtigste, so eine Size zu sehen. Wir überlegen uns vielleicht einen anderen für die nächste Gäste zu machen. Nee, so, okay, das ist niemand. Natürlich, wenn man will für das größte Event wie die Gameland, der über 48 Stunden richtig im Steckers ist, plus 48 Stunden richtig im Livestream mit dabei ist, will dabei sein, kommt auf Kopplisch, guckt erst die Sache selbst und partizipiert in der Sache mit und dann könnt ihr Preise gewinnen. Ja. Ja, das war dann ein größeres Resümee. Du besuchst da vielmals Merci drauf und noch viel Erfolg mit Gameland.